Und heute sind wir im Grunde genau an dem Punkt angelangt, diese Institutionalisierung aus der Perspektive in die Realität zu überführen, nämlich die JARA-Institute hier auf den Weg zu bringen und sie operativ zu machen. Sie sind ein Instrument, um auf Dauer sozusagen stabil und berechenbar Rahmenbedingungen zu schaffen, dort wo es passt, dort wo die Themen dafür stehen, dort wo die Personen sich sehr gut ergänzen und durch hohe wissenschaftliche Qualität sich auszeichnen, einen Leuchtturm zu bauen, der eben dann auch langfristig leuchten kann und eine hohe Wirkung und eine hohe Leuchtkraft entwickeln kann. Wenn ich mir jetzt die JARA vor Augen führe, dann will ich diesen Gedanken ein wenig modifizieren und sagen, es gibt kein wirksameres Mittel für exzellente Forschung als die Zusammenarbeit. Und damit sind wir mitten im Thema. Denn wir haben hier eine ganz besondere Form der Zusammenarbeit zwischen einer absoluten Spitzenuniversität der RWTH Aachen und einem absoluten Spitzenforschungszentrum, nämlich dem Forschungszentrum Jülich. Bei JARA haben Sie alle Ihre Identität nicht leugnen müssen, nicht verloren. Sie haben jetzt nicht plötzlich sozusagen eine andere institutionelle Staatsangehörigkeit annehmen müssen, sondern Sie durften sich weiterhin und dürfen sich weiterhin als Aachener und Jülicher und als Bonner und als Düsseldorfer und wer da sonst noch im Kooperationsgeflecht mit drin ist, fühlen. Und trotzdem ist die Kooperation eine vollgültige. Sie ist genau so gestaltet, wie es der Zweck eben erfordert. Ich würde Ihnen gerne das erste JARA Brain Institut kurz vorstellen. Sie können sagen, was ist Brain Structure Function Relationships? Das ist einfach die Verbindung zwischen dem Gehirn, so wie es als, ja, als Masse ist, das ist die 1,5 Kilogramm, die man im Kopf mit sich trägt, und dem Verhalten. Und wie hängt das miteinander zusammen? Und wir sind vor allem fokussiert auf Psychoerkrankungen. Der Staatssekretär Rachel hat es gerade schon gesagt gehabt. Wenn Sie mal ganz neutral eine Bewertung der Weltgesundheitsorganisation sich anschauen, was sind eigentlich die Erkrankungen im gesamten Spektrum aller Erkrankungen, die die Jahre 2030 und folgende beschäftigen werden, dann sehen Sie hier die gelben Erkrankungen, Depression, Alkohol, Demenz, Schizophrenie, bipolare Störungen und Schlaganfall. Das sind die Krankheiten, die in Zukunft positioniert oder angegriffen werden müssen, die identifiziert werden müssen, die prognostiziert werden müssen, die präventiv bearbeitet werden müssen. Und da stehen wir, glaube ich, alle ziemlich am Anfang. Wenn wir sagen, auf allen Ebenen, die sozusagen skalierbar sind, dann fängt das beim Tiermodell an, bei der Hirnanatomie, bei der Hirnfunktion, bei den Netzwerken, aber auch die Therapie und Diagnostik gehört dazu, das Computational, der Computational Ansatz und eben molekulare und zelluläre Dinge. Und wenn man es zusammenfasst, wollen wir in diesem ersten JARA Brain Institut eben Grundlagenforschung, klinische Forschung und Computational Methods miteinander in Einklang bringen. Und wir sind auch in einer sehr prominenten Rolle im Human Brain Project der großen EU-Förderung. Ich möchte Ihnen jetzt das zweite Kind vorstellen, und Herr Schneider hat es schon angedeutet, Geschwister haben mindestens 50% gemeinsame Gene, entsprechend ähnlich und zum einen synergistisch, aber auch komplementär sind die Ziele des zweiten JARA Brain Instituts. Wir verfolgen einen translationalen Ansatz über die Lebensspanne mit dem Ziel, dass wir die individualisierte, biologisch basierte Frühdiagnose und die Prognoseabschätzung von neurodegenerativen und neuropsychiatrischen Erkrankungen basierend auf einem verbesserten Verständnis über die molekulare Pathogenese langfristig verbessern möchten. Wir möchten außerdem computergestützt neue therapeutische Moleküle entwickeln, um eben die Behandlung dieser Erkrankungen zu verbessern. Und dafür müssen wir eben auch klinische Studien durchführen, mit dem Ziel, kausal in die Erkrankungsprozesse einzugreifen und damit effektiver und frühzeitiger erfolgreich behandeln zu können. Und wir wissen, dass mindestens 50% aller neuropsychiatrischer Erkrankungen bereits in der Kindheit und Adoleszenz beginnen. Und es ist so, dass je früher diese Erkrankungen beginnen, desto schlechter ist die Prognose der Patienten, desto schlechter sprechen sie auf verschiedene, jetzt bekannte Behandlungsmöglichkeiten an. Und deshalb ist es uns so wichtig, dass wir möglichst früh
Hirnentwicklungsprozesse besser verstehen können, um mögliche Abweichungen dann frühzeitiger erkennen zu können und entsprechend erfolgreicher langfristig intervenieren zu können. Wir versuchen gerade so diese methodische Kompetenz, die Jülich bietet oder eben auch die Infrastruktur, mit unseren klinischen Fragen besser zu verbinden und da eben den Nutzen daraus zu ziehen. Denn ich glaube, wir können einfach besser unsere Fragen beantworten und vor allem auch spezifischer beantworten. Und was wir auch gerade in den Graduiertenkollegs gemacht haben, ist diese Mehrebenenbetrachtung, dass wir eben versuchen, wirklich vom Neuron, von der molekularen, zellulären Ebene überzugehen zum System, zum Menschen, der jetzt eher so meine Fragestellung ist, dass wir aber genau diese Ebenen stärker aneinander bringen müssen, denn das Verständnis fehlt oft. Und so kann sich die Grundlagen und die klinische Forschung nicht verständigen und eben auch wenig voneinander profitieren. Und das müssen wir verstärken. Stärken, die wir haben, ist die Entwicklung von Methoden, die Entwicklung von Hardware, insbesondere mit unseren Partnerinstituten in Jülich, wo wir an die nächste Generation von Geräten arbeiten. Und diese Synergie ist, was wir suchen dann in unsere Partnerinstitute in Aachen, wo wir die klinische Expertise haben, wo wir medizinische Expertise haben, wo wir unsere nächste Generation von Hardware, von Software reinbringen können, sozusagen die nächste Generation von klinischen Anwendungen anzutreiben und von der nächsten Generation von den klinischen Anwendungen auch zu lernen, neue Geräte auch zu entwickeln.